Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsdorf gezockt. Mein Name ist Eagle26. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute am 24. Dezember mit mir ein bisschen so die Weihnachtszeit einzustimmen, besser gesagt über diese Weihnachtstage. Ich habe mir da was ganz Besonderes überlegt, da ich ja bisher im Monat Dezember noch überhaupt gar nichts Weihnachtliches gemacht habe. Weder ein Spiel, kaum Spiele, die Schnee beinhaltet haben, außer mal Battlefield 4, aber Battlefield 4 ist jetzt nicht unbedingt das Weihnachtsspiel. Dort war ja die Schneemission, dann das Erzrivalenduell mit DJ, das war auch überhaupt kein Schneelevel vorhanden. Und dann war noch was, aber ich weiß es gerade nicht. Aber um etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten jetzt, habe ich mir gedacht, mache ich ein Durchgezockt. Ganz aufwendig dieses Mal und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ihr seht auch schon im Titel, was wir spielen werden. Das Weihnachtsdurchgezockt wird dieses Spiel hier sein, Kirby's Dream Land für den Game Boy. Wir spielen es allerdings nicht auf dem Game Boy, sondern auf dem Game Boy Player mit dem GameCube Controller. Und wir spielen es mit dieser Knutschkugel hier. Kirby Plüsch, ich hoffe, ihr seht das jetzt scharf, weil ich kann das schlecht machen. Ich habe keinen Autofokus auf der Spiegelreflexkamera. Nichtsdestotrotz, ich schalte meinen Controller ein und ich würde sagen, wir steigen in Kirby's Dream Land ein. Let's go! Und dieser Soundtrack ist einfach richtig genial. Mir gefällt das sehr gut. Wir sehen hier auch jetzt Kirby's am Tanzen. Hier sind sie leicht pink-rötlich eingefärbt, wie man Kirby auch heute kennt. Wie ihr hier ja seht, pinke Knutschkugel. Und früher war er allerdings weiß, wie auf diesem Cover hier. Warte, ich halte es mal ein bisschen näher. Er war weiß. Und heute hat man ihn ja auf dem Gameboy Player eingefärbt. Der einzige Grund, warum ich es auf dem Gameboy Player spiele, ist wegen der Qualität. Aber ich denke, das dürfte nicht so schlimm sein. Und ich denke, wir steigen ein. Kirby's Dream Land. Stage 1. Green Greens. Ich habe wirklich riesen Lust auf dieses Spiel. Und ich habe gedacht, da das Spiel ja nicht allzu lange dauert, könnte ich doch das vielleicht etwas speziell herrichten. Und da habe ich mir überlegt, wirklich, irgendwie bin ich so ein Weihnachtsfreund, aber ich habe überhaupt nichts Weihnachtliches bisher hochgeladen. Nicht mal, ich hatte ja mal einen Adventskalender, aber irgendwie auf das hatte ich zu wenig Lust. Und ich denke, das ist kein schlechtes Spiel mal, um es durchzuzocken mal wieder und vor allem in einem durchgezockt Form oder in einer Kameraform oder wie auch immer. Ja, wie ihr seht, ich kenne das Spiel ziemlich gut, aber man muss auch dennoch sagen, das Spiel ist nicht wahnsinnig schwer. Wey, und hier muss man nur stehen bleiben, man muss es einfach wissen. Ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt früher, ich spiele es auch heute noch wahnsinnig gerne. Können nicht die Fähigkeiten der Gegner übernehmen. Das konnte Kirby im Gameboy-Teil noch nicht. Meines Wissens war dieser Teil 1992 sogar noch vor dem NES-Teil draußen. Also das hier ist das allererste Kirby. Schon. Ja, das Spiel ist nicht allzu lange, aber ich denke, das passt gut hinein. Und übrigens, es ist nicht das weihnachtlichste Spiel überhaupt, aber von der Länge her finde ich es halt angenehm für ein solches Special. Hier haben wir Wispy Woods, der kommt ja in diversen Kirby-Spielen wieder vor. Besser gesagt, es war Wispy Woods. Wir haben den Stern, nein. Kurz zur Story, bevor ich hier schon im Finale bin. König DDD oder bei uns König Nickerchen hat die Nahrungsvorräte der Kirbys gestohlen. Und jetzt möchte dieser mutige Kirby hier
die Nahrungsvorräte zurückholen von König Dedede und braucht dazu die Hilfe dieser Sterne, damit er zum Schloss von König Dedede kommt. Und ja, hier wird eigentlich der kleine Kirby groß. Ah, das erste Mal Schaden genommen in diesem Spiel. Wow. Ja, ich rushe wirklich ein bisschen schnell gerade durch, aber... Uiuiui, die machen 3 Schaden. Diese Stacheln. Ich kenne leider die Namen nicht ganz so genau... Uiuiui, ich kenne leider die Namen nicht ganz so genau von den Gegnern. Leider. Also sonst müsst ihr DJ fragen, der kennt sich am Kirby-Universum sehr gut aus. Da oben haben wir den Stern aus Super Mario Bros. Und... oder der Lolli hier in Kirby. Unendlich schießen... Oder sind wir unverwundbar? Nein, wir sind hier unverwundbar. Es gibt noch ein Item, wo wir unendlich schießen können. Alles mitnehmen. Und ab zum Zwischenboss. Hier haben wir, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Ich glaube, es ist Lolo. The Adventure of Lolo. Das ist doch dieser Typ hier. Wenn ich mich nicht... Oh, Mist. Habe ich vergessen zu saugen. Ich muss die Blöcke einsaugen und rein in die Tür, obwohl man eigentlich automatisch weiterkommt. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen Energie holen und hier gibt es ein Versteck. Wenn er auf der rechten Seite dieses Fragenblocks springt, erscheint der Käfer. Hier oben in dieser Tür hat es Energie. Brauche ich aber auch nicht, wie ihr seht. Wir gehen weiter. Durch die Tür und hier... Ist ein kleines Labyrinth, aber die richtige Tür ist hier oben rechts. Vielleicht rushe ich hierfür das Durchgezockt schon ein bisschen zu schnell durch. Aber, wie gesagt, ich spiele es ja durch. Und wenn ihr spielen möchtet, das Spiel gibt es recht günstig zu haben. Da kann man also, ich finde, bisher getrost zugreifen. Hier haben wir übrigens die beiden. Ich weiß nicht, also der eine heißt Lolo. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach Mist, Block kaputt gemacht. Das war dumm von mir. Besiegt. Und den Stern eingesackt. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Ein bisschen Schleichwerbung, gell? Aber ich verdiene ja kein Geld damit. Stage 3, Float Island. Jetzt wird es sogar noch karibisch für die Leute, die in den Weihnachtsferien ins Ausland gehen. Das passt ganz gut, denke ich. Hui. Hier haben wir noch eine Bombe. Bringt mir das? Nee, die bringt mir nichts. Hier haben wir schönes Wasser. Hier können wir übrigens ertrinken. Sobald wir den unteren Bildschirmrand berühren. Ist er weg? Ist er fort? Hinfort mit dir. Geh weg. Hier hat es ein kleines Versteck. Hier eine Tür. Oh, die Stacheln töten einen direkt, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Hier können wir auf jeden Fall ein Leben erbeuten. Sonst, Kirby, kannst du mal nachschauen? Nein, ich glaube, der wird sich nicht bewegen. Hier haben wir das Item, womit wir unendlich spucken können. So eine Feuerballfähigkeit. Ist ganz nützlich, aber hier ist es nicht unbedingt so schwierig.
weg. Weit, weit weg. Wir fliegen in ein Loch. Oh, Kirby wird in den Himmel geschleudert. Wunderbar. So. Hier kommt übrigens der geilste Boss im Spiel, wie ich finde. Ja. Wir können unendlich spucken und müssen diesen Zeppelin zerstören. Ihr seht ja auch, hier kommt der Gameboy irgendwie schon ein bisschen an sein Limit. Es ruckelt ganz leicht. Aber der Gegner ist jetzt auch nicht so schwierig. Weil das war er schon. Hui! Das war das dritte Level von Kirby Stream Land. Becken. Hier können wir baden. Hier schwimmen wir, oder Kirby läuft lieber unter Wasser. Andere schwimmen einen Kilometer, er läuft einen Kilometer unter Wasser. Hier in dieser Enge ist eine Tür. Und hier gibt es Flugfähigkeit. Hier können wir Leben auftanken. Was gibt's noch sonst noch so? Noch mehr Leben. Zuerst eine Flasche. Die zwei... Weiter in den Himmel. Wir sind bald im All. Dann stirbt der kleine Kirby. Hier hat es noch so ein Blatt. Und hier das Schönste mit dem Blatt. Einfach aufballern. Ja, wir zerstören die Wand. Ja. Also es gibt hier nicht mehr weiter was zu sehen. Und daher fliege ich jetzt durch, weil die Fähigkeit nix, aber es hätte sein können. Ja, das war jetzt fies. Da musste ich jetzt den Schaden einstecken. Das ist auch ziemlich schick. Die Feuerfähigkeit und in einem Sternenregen. Leider fallen sehr wenige Sterne hier runter. Aber es sieht sehr schick aus, auch auf dem Gameboy Player. So, und wir sind beim Boss, glaube ich. Nein, noch. Hier ist der Boss, der von vorhin. Er transformiert sich jetzt in eine Wolke.
wenn ich nur die Namen kenne. Weil die haben alle Namen. Ich hätte auch eigentlich die Anleitung neben mir. Die wären sicher drin. Aber auch hier seht ihr, dieser Boss hier ist nicht wirklich anstrengend. Der sieht böser aus, als er ist. Es ist wirklich eine reine Random-Sache. Ich denke, für einen Speedrun ist diese Wolke einfach bescheuert. Weil, wenn der keine Waddle-Dees... Oder es sind Waddle-Doos? Waddle-Dee! Wenn der keine Waddle-Dees spickt, dann ist der Run eh im Arsch. Weil es so ein Kirby-Spiel... Dieses Kirby-Spiel wird mich jetzt wirklich reizen zum Speedrunnen. Auch weil es nicht so lange dauert und man kann sich gut verbessern. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel keine mehr 100% von The Legend of Zelda Ocarina of Time durchzuzocken. Das war übrigens die Wolke. Ich meine, da braucht man wirklich Geduld. Und da vor allem, sobald ein Fehler passiert, nein, reset. Und vor allem auch nach 2 Stunden einfach resetten. Stage 5, Mount DDD. Wir befinden uns im letzten Level. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Wir sind im letzten Level auf dem Mount Nickerchen oder auf dem Berg Nickerchen oder Mount DDD. Hört sich jetzt hier in diesem Fall besser an. Hier haben wir nochmals alle 4 Gegner, die wir besiegen müssen und zerstören müssen. Wir fangen an mit Wispy Woods. So ein kleiner Boss Rush. Mit einem kleinen Level aber. Und es ist... Das war der erste Boss aus diesem Boss Rush. Wir gehen weiter zu La 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 und Lololo, wie sie auch immer heißen. Das hört sich jetzt bescheuert an. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt nicht aus. Warte mal, ich schaue mal schnell nach. Ich glaube, die Batterie war voll. Der Speicher. Oder der Akku. Eins von beiden. Jetzt läuft sie, glaube ich, wieder. Das ist jetzt etwas scheiße. Aber hält mich jetzt nicht davon ab, weiterzumachen. Jetzt fällt mir gerade etwas auf. Ich habe etwas vergessen. Damn. Ich hoffe, euch stört das Blinken im Hintergrund nicht, weil ich wollte es eigentlich umschalten. Aber es ist ein sanftes Blinken. Das war der nächste Gegner. Closed. Wir gehen weiter. Zum Strand. Beim Boss Rush merkt man schon, vermutlich haben sie gemerkt, wie kurz das Spiel war und dann haben sie hier das noch Ganze nochmals in die Länge gezogen. Und hier kommt so ein bisschen das Gefühl aus, es streckt sich hier wirklich allgemein und es ist, ja... Also das Spiel ist toll, klar. Das Spiel ist toll, aber hier merkt man wirklich, man wollte es in die Länge ziehen.
Oh, wir haben alle vier Gegner besiegt. Jetzt, wo müssen wir hin? Und zwar in das Bild. Herzlich willkommen zu König Nickerchen. Der, ihr seht, er hat relativ viel Energie. Dafür werden wir top unterhalten. Ich hatte 2 Sterne angesaugt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Du bist tot. Das war nochmals klapp. Wow. Und der König Nickerchen fliegt aus dem Schloss. Wir haben alle 5 Sterne und können uns so jetzt verwandeln. Verwandeln? Ja, ihr habt richtig gehört. Wir können uns verwandeln. Und zwar in einen Super Saiyajin Kirby. Und so sieht die Super Saiyajin Form von Kirby aus. Es ist ein Ballon. Und hier seht ihr die Vorräte der Kirbys, die König DDD gestohlen hat. Ja, ihr seht richtig. Wir haben jetzt gut 20 Minuten daran gesessen an diesem Spiel. An diesem Spiel. Ist Kirby. Es dauert halt nur 20 Minuten. Aber es gibt noch eine Besonderheit, die kommt jetzt hier am Schluss. Während Kirby dem Sonnenuntergang hineinschwebt, entgegenschwebt. And Nintendo, fast. Thank you for playing. Und jetzt seht ihr die Schlussszene. Die Super Saiyajin-Form hat nachgelassen. Das Schloss wird gehalten von den Sternen. Und Kirby wird bejubelt von den anderen Kirbys. Bye bye. Ciao Kirby. Aber du bist ja noch bei mir. Kirby, ja. Extra game, good job. Press up A and select on the title screen to start a new adventure. Der Hard-Modus für Kirby's Dream Land, sehr schick, ist deutlich schwieriger. Ich denke, mit dem Run hätte man noch eine halbe Stunde. Und König DDD hat keine Lust mehr. Das Extra-Game, okay. Liebe Leute, das war mein Weihnachtsdurchgezockt für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die aufwendige Produktion. Ich sag's jetzt mal so. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr seht auch hinter mir die Kulisse aufzubauen. Ich hatte wirklich Spaß daran, auch jetzt dieses Spiel zu spielen. Ich habe ein richtig gutes Spiel genommen. Auch, es ist halt ein kurzes, ja, es ist ein kurzes. Aber es war ein cooles Spiel und ich muss sagen, solche Videos werde ich in Zukunft öfters machen. Aber ich muss sagen, solange ich halt nicht ein anderes Videoprogramm habe, werde ich kaum an... werde ich diese kaum öfters bringen als einmal im Monat vielleicht. Die Vorbereitungen, ich habe jetzt für alles circa eine Woche gebraucht, bis ich alles zusammen hatte. Vermutlich ging es deutlich schneller, ja. Vermutlich ging es auch noch deutlich schneller. Aber ich wollte ja eine saubere Sache haben. Ich wollte ein schönes Weihnachtsspecial. Ich wollte alles möglichst perfekt haben. Und ich möchte ein bisschen eigentlich das... Damit ihr ein Weihnachtsgeschenk von mir habt, das ist ein aufwendiges Video.
das bisher aufwendigste Video in der Eagle-Produktion, man muss es so sagen. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich werde das Ganze jetzt noch auswerten. Ihr werdet das ausgewertete Material bereits sehen. Ich denke, ich werde da auch meinen Spaß haben. Ich hoffe jetzt, die Kamera nimmt mich auf. Bitte Kamera, nimm mich auf. Vermutlich ist die Länge der Videos definiert hier durch die Spiegelreflexkamera. Ich werde mir aber, denke ich, eine neue zulegen. So, liebe Leute. Es ist soweit. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Verbringt eure Zeit mit euren Liebsten oder wie es euch gefällt. Genießt die Zeit, es ist eine schöne Zeit. Schöne Ferien, wenn ihr schöne Ferien habt. Na, die Amis haben jetzt 2 Wochen Ferien, glaube ich. Und ich auch. Ha, ich habe 2 Wochen Ferien. Wunderschön. Genießt die Zeit und wir sehen uns wieder im Erzrivalen-Duell oder in einem anderen Projekt. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.